Es ist großartig, über eine Ziellinie in unserem Leben zu kommen, etwas zu erreichen, weil man Widerstandsfähigkeit und Ausdauer gelernt hat. Wenn man etwas Fragiles schlägt oder beschädigt, dann verschlechtert es sich oder wird wertlos. Antifragilität bedeutet, zu einem bestimmten Punkt verbessert es sich sogar, wenn man es zu beschädigen versucht. Bäume sind ein Stück weit antifragil. Deshalb beschneidet man sie, damit ihr Wachstum gefördert wird. Auf den ersten Blick mag das keinen Sinn ergeben, aber so ist die Natur. Etwas Antifragiles kann man nur zerstören, indem man es so behandelt, als wäre es fragil. Einen Baum zerstört man beispielsweise, indem man ihn vor der Umwelt schützt, ihn von der Sonne fernhält, keinen Wind an ihn heranlässt, seine Äste schützt. Wenn wir Antifragiles so behandeln, als wäre es fragil, fügen wir ihm in Wirklichkeit Schaden zu, obwohl wir ihm eigentlich Gutes tun wollen. Gehen Sie jeden Lauf im Leben mit einer antifragilen Haltung an. Wenn man zu lange zu sicher ist, zu wohlgenährt, zu lange den Regen vermeidet, schwächt es einen. Wenn man hingegen kämpft, wenn man leidet, trainiert, hart arbeitet, durchhält, sich auf den bellenden Hund zubewegt im übertragenen Sinne, wenn man auf das zugeht, wovor man Angst hat, dann verbessert man sich dadurch bis zu einem gewissen Punkt. Mit dem möchte ich sagen, dass wir antifragil sind. Rennen Sie nicht vor der Herausforderung weg, die Ihre Träume und Ziele bringen. Von uns wird Geduld gefordert. Wir müssen Unangenehmes ertragen, was niemand gerne hat. Und die meisten von uns müssen ja auch nicht ständig etwas ertragen. Aber wenn ja, dann sind wir immer versucht, zum Ende zu hetzen oder den Weg des geringsten Widerstands zu wählen. Harte Zeiten vergehen, aber starke Menschen bestehen. Was immer Sie gerade durchmachen, Sie werden da durchkommen. Halten Sie durch. Ein Held ist nicht mutiger als ein normaler Mensch. Sein Mut hält nur 5 Minuten länger an. Geduld ist ein Schlüssel, um im Leben den Sieg zu erlangen. Finden Sie ein Ja zu dem Leid, das zwischen Ihnen und Ihrem Ziel liegt. Dann wird der Sieg umso größer und umso schöner sein.